So, ich bin tatsächlich drin, ne? Dann könnt ihr jetzt auch ein Bild bekommen. Und dann wollen wir mal kicken, was uns Frau Tipptopp Schönes Ja, dann gucken raussucht. wir doch mal hier. Was haben wir denn? Job, wir nehmen mal so Denkt schnelle dran. Aufträge. So, dann wollen wir mal gucken hier. Nicht Was mehr wie haben 800 oder so. Ja, 1000 Kilometer sind eine Stunde und ein bisschen. Ja, das ist ja zu viel. Das Ja, kommt ja nicht deswegen sage hin. ich ja nicht 800 800 Kilometer. irgendwie. Ja, wo, so, was, wie, Was wo. ist egal? Sehe ich ja gar nicht. Wie viele Kilometer das sind? Büropapier, wer will denn sowas? Mach nicht wie eine Yacht oder so. Ich kenne dich. Flugzeugträger. Drehgestell Salz und Gewürze, wie viele Kilometer sind denn das? 3400? Warte mal, Nein. stimmt was nicht. Wie geht das denn nochmal hier? Streckenlänge. Was weiß denn nicht? Kurz, lang, mittel. Mein Kaffee schmeckt Warum nicht? heute. Irgendwie schmeckt mein Kaffee nicht. Hast du Trink Wasser, deine ich trinke Wasser. Kaffeemaschine entkalkt und den Entkalker noch drin? Nein, aber ich habe. Ja. St. Petersburg? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Nix. 2000, wir sind schon bei 2000 Kilometer. Warte, ich suche mal ein bisschen schneller. Wir gehen mal. Medizinische Impfstoffe. Ja, das ist immer sehr gut. Ja, das stimmt. Von Polen, Lublin. Warum denn Polen? Da müssen wir jetzt auf seine Räder aufpassen. Das ist auch scheiße. Komm, egal. Von Borden nach Dortmund, aber das sind 1000 Kilometer. Ja, denn das ist zu lang. Wir wollen nicht über eine Stunde gehen, hast du gesagt. Was ist das denn? Nach, von Duisburg nach Altverpackung. Wir haben nur diese medizinischen Impfstoffe. Nein, dann musst du die nehmen. Aber das ist zu lang, ne? Weiß ich nicht, das sind tausende. Schafft deine Blase ja oder Weiß nein? ich nicht. Ich muss halt heute. Ich pipi halt, ne? Ich So, lass mal. pipi. Dann Weiter halt so, mal wir sehen an. mal, wir nehmen jetzt diese Impfstoffe hier. Wir machen jetzt ein gutes Werk für die Menschheit. Schon wieder. Wie hatten wir nicht schon in einer Aufnahme die Ich habe Impfstoffe? ja noch mal diese Stoffe oder keine Ahnung oder kontaminiertes Material. Ich weiß es nicht. Ich fahre nicht mit eigenem LKW, sondern mit Ich habe vergessen, wie man bereitgestellten. Licht anmacht. Oh, ich fahre ein DAF. Wie macht man Licht an? Ah! Steuerkreuz in irgendeine Richtung. In irgendeine Richtung, das ist wieder sehr präzise. Warte mal. Ich fahre einen Renault, glaube ich. Oder so. Duff. Ich weiß nicht mal mehr, wie man den Motor an. Sie geht nicht. Welche Taste war das? Weiß ich Fahrt nicht. vorsichtig, Hermann. Nee, Herbert. Wie hieß er überhaupt? Warte mal, ich muss hier selber erstmal klarkommen. Was machst du denn da? Ich? Nee, Nix? Achso, meiner. warte mal, ich muss hier mal. Wie macht man Licht an? Zweimal. Irgendwo. Nein! Ah! Na, das kann der Halter werden. Ja, wem sagst du das? Ich weiß immer noch nicht, wo. Müssen wir da raus? Oder was? Das ist Blawanblink. Licht ist Füll. Nein, das ist Licht. Wir fahren jetzt hier raus. Ich kann nicht, ich habe kein Licht. Zweimal Controller, zweimal nach links. Kreuz. Oder? Oder? Nee, bei mir nicht. Doch, eigentlich schon, warte mal. Aus, an, richtig an. Aber ich sehe das Fertig nicht. zum Losfahren. Ja? Ach doch, ja, jetzt sehe Es ich wird doch das. hell. Ja, ich habe jetzt gerade meinen Scheibenwischer angehabt. Ja, ich auch. Ah! Oh, Ja, es das geht ist. schon wieder los. Es regnet ja auch gleich. Mein Gott, das ist doch. Ich sehe hier wieder nichts. Nach links musst du. Warte mal. Ja? Ja, das weiß ich. Das hat ja Herbert schon gesagt. Ja, sei still. Warte mal. Das ist natürlich eine breite Straße hier. Guck mal, der Ampel. Ja. Wie ist nochmal Blinker? Wo? Ich Biege vergessen. nach Da links oben. ab. Ah ja, da. Boah, da sind wir denn schon so lange nicht mehr gefahren, ne? Ja, echt mal. Links halten und So, dann auf links geht's. abbiegen. Sie hat schon wieder die Flanke mitgenommen. Ich habe Biege nach überhaupt links nichts ab. mitgenommen. Das ist überhaupt nicht. Was für eine Planke überhaupt? Da war gar keine. Es geht Nichts. schon.
Was ist denn nochmal Bremse? Ah ja. Wer bremst, verliert. Ja, eben. Rechts ist Gas, links ist Bremse, Herrgott. Ja, aber ich hab doch kein Dingels. Demnächst links. Ja, ab. Schon wieder links hier. Das ist eine Ampel. Ampel. Nein, Herbert, es ist rot. Biege nach links ab. Er sagt einfach, ich soll abbiegen, aber es ist hier rot, ne? Wo sind wir jetzt, in Polen? Baby. Warte mal, ich muss mal ganz kurz auf meinen Tank stand. Bin dreiviertel voll. Wo ist denn der? Hat schon wieder vergessen. Warte. Ach, da. Ja. Ich bin. Ach, es ist jetzt, gucke ich auf den Tank, dabei muss man hier abbiegen. So. Okay. Was darf man hier überhaupt fahren? Wissen wir das? 50. Welchem. Ist das jetzt eine Mod? Ach nee, das war ja heute, wenn wir oben drauf sind. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ja. Biege nach rechts ab. Was ist denn? Nichts, schon gut. Ich mag das überhaupt nicht, so hier Dings zu fahren. Ich fahre lieber in Spanien, da kann man wenigstens schnell. Da kann man wenigstens schnell fahren. Aber ich habe Licht an, ne? Ja. Du hast Licht an. Und du fährst 50? Mehr als 50. Oh nein, 51. Das war 51. Was denn? Was ist das da für ein Schild? Was heißt das, Gebirge? Was ist das? Ach nee, Stadt durchgestrichen oder was? Da kannst du wahrscheinlich schneller fahren, 90. Oh, na 70 steht hier. Hier steht 90 auf meinem Tacho. Hä? Wieso hast du einen anderen Tacho? Hä? Ich hab keinen anderen Tacho. Ich war 70 nur. Ah, warte. Ich weiß, was das Problem ist. Wir müssen mal irgendwann mal anhalten. Ich muss doch nicht, Pippi. Ich muss das. Ich war doch bei Kalle drauf. Ich bin doch mit Kalle Heinz und Kalle und so. Ja. Ja, wie? Und deswegen hast du andere Verkehrsschilder als ja, ich? Ja, ich hab die Dings. Ich hab noch die PKW-Dingsbums drauf. Ist ja unglaublich. Ja, das was muss ich aber cool ändern. Sonst. Ja, aber dann, ja, nee, will ich ja nicht, Pudel, ich will das nicht. Oh, ja, wir müssen. Warte, ich fang mal hier kurz an die Tankstelle ran, ja? Ja, du holst mich ja wieder ein, ne? Natürlich. Wo sind wir denn hier? Was ist das hier? Ich muss mal ganz kurz. Wasser, mehr? Optionen? Buschanica. Wo war denn das jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 70, was fahren wir? Will das nicht. Ja, nee, das ist auch doof. Wir fahren ja LKW und kein PKW, ne? FPS-Limit? Nee, das ist ja Dings. Was FPS, ne? Nein. Kann mir das jemand auf die Schnelle sagen, wo das ist? Eine mitwirkende Achse Wasser wird lesen Gameplay. Kann ich aber nicht jetzt. Also, das ist aber ganz übel. Also lesen kann ich. Hier, aber zeige PKW-Geschwindigkeit an. Wir wollen LKW-Geschwindigkeit haben. So. Ich muss mal irgendwo anhalten, ne? Ich bin viel zu schnell. Weg, also. So, ich glaube, ich habe jetzt LKW-Geschwindigkeit. Ja. Meinst du holst mich jetzt wieder ein, oder? Nein, wie? Ich glaube nicht. Ja, das ist aber übel. Warte mal, ich muss mal hier. Ich guck mal, dass ich. Ja, jetzt habe ich aber auf jeden Fall 70 stehen. Was ist das hier? Ich war jetzt hier drauf auf dem Standstreifen. So. Immer geradeaus. Bist du das ja? Nein. Das kann ja nicht sein, ne? Weil, bleib jetzt hier stehen. Ich stehe jetzt hier in Buschanica oder was weiß ich. Buschanica. Ja. Also lesen kann ich dabei tatsächlich nicht, habe ich gerade festgestellt, weil dann fahre ich sofort irgendwie in den Graben. Das ist. Wir haben eine mitlenkende Achse am Auflieger, steht da. Wer fährt denn da an mir vorbei so haarscharf? Junge, tickst du noch ganz sauber? Ja gut, ich stehe hier auch ein bisschen scheiße. ich sehe deinen Namen schon auf meinem Navi. Warum ist es überhaupt Nacht? Was soll das? Ja, ist doch gut, wenn Nacht ist. Ja, nee, ist ja dunkel. Oh, ich bin ein bisschen schnell. Aber nicht mehr überholen, ne? Bist du das da hinten? Ich komme! Was da blinkt? Bist du das? Nein, aber ich komme jetzt.
Wer ist denn das da hinter mir? Bist du noch? Ah! Okay. Das ist ein anderer LKW. Du hältst hier ein bisschen den Verkehr auf. Nur so ein bisschen. Ich stand ja hier halb in der Walachei. Also zwischen uns sind jetzt so 1, 2, 3, 4, 5, 6 LKWs. Ja, wie viele denn? 4. Oh mein Gott. Wir hängen die einfach ab. Natürlich. Das kriegen wir hin. Hauptsache, du fängst an, 70 zu fahren. Alles andere ist in Ordnung. Ja. Was ist hier? Wildwechsel. Oh. Das fehlt mir noch, dass ich so Bambi im Kühler stehe. Nee, wie heißt das Ding da vorne? Im Kühler, ja. Als Kühlerfigur. Ja, das fehlt mir noch. So einen röhrenden Hirsch. Du wolltest schon immer mal einen Elch haben, oder? Ja. Wenn wir jetzt Zeit gehabt hätten, dann hätten wir schön irgendwie da Skandinavien oder was weiß ja. ich. Da oben da, wo die Seen sind. Stockholm und das ganze Gedöns da. Das ist echt schön. Weißt du noch Toulouse? Das war ja so hässlich, ne? Das sah aus, als wären wir durch die Wüste gegurkt. Ja. Echt. Erst nach Spanien und dann hast du da so eine Steppe. Ich weiß auch nicht, in welchem Teil von Toulouse wir da gefahren sind. Endlich. Oh, fahr doch! Wer? Nein, der da vor mir. Achso, was ein. Armer Mensch. Sind hier guten Fußes unterwegs. Ja, ja. Nein, ich war 69. Zwischendurch. Parkplatz. Einer ist abgefahren schon, das ist sehr gut. Schön. Boah, fahre hier auf den Standstreifen. Ja, ich habe hier aber auch. Es ist ja wieder so schmal, die Polen wieder, ne? Die können sich keine Straßen leisten. Ja, die wohnen auch in so kleinen Strohhütten, wusstet ihr das? Die kann man da immer einsammeln. Ne, weißt du noch? Hier, da, ja. Hast du gelesen, Buschanitza. Hast gelesen, ich bin wahrscheinlich noch nicht bei dem so. Ding. Du meinst schweren Fußes. Schreibt Philipp. Ich kann das nicht, also lesen kann ich tatsächlich nicht. Also deswegen habe ich es dir ja vorgelesen. Guck mal, gut, oder? Das höre ich ja auch nicht. Also, ihr müsst hinterher schicken, aber das hörst du auch nicht. Ja, toll. Das ist eine tolle Nummer hier. Ich kann mich nicht mit dem Chat unterhalten. Es tut mir leid. Warum höre ich das TTS eigentlich nicht? Das finde ich auch doof. Weil du nicht den Stream hörst. Ich kann das TTS ja nicht in den Ach TS machen. So. Stimmt ja auch. Das TTS ist im Stream, nicht im TS. Ja, das ist ja doof. Ja. Was ist das da hinten für ein großes... Demnächst links. Was ist denn bei dir demnächst, Herbert? Du hast ja manchmal so komische Anbahnungen. Und der vor mir fährt so langsam. Ich kann dich nicht aufholen. Wir sind in Via, Alter. Tick. Ja. Das ist eine schöne Gegend hier. Das ist toll. Ich sehe nichts. Auch nicht. Aber da vorne war eine große Kirche oder so. Oder ein Dom. Oder weiß der Teufel was. Es ist vielleicht auch nur ein Hochhaus. Guck mal da. Wir fahren hier durch die... Oh, da leuchtet was. Siehst du das? Ich wünschte, ich könnte... Oh, das ist ein Hochhaus. Ja, das meine ich doch. Siehst du das? Das sind mehrere. Ist das eine Kirche da ganz rechts oder was ist das? Das sieht aus wie, ja, würde ich sagen, ne? Demnächst links abbiegen. Demnächst link abbiegen. Ja. Der vor mir, der hält mich voll auf hier. Oh, jetzt fährt der auch noch da lang, ey. Oh, jetzt ist es mal ein bisschen heller. Wir fahren jetzt hier an so einem... Wir müssen jetzt auch gleich wieder ab. Du bist schon bei der nächsten Abbiegung. Ich habe noch nicht mal diese geschafft. Rechts halten und dann rechts abbiegen, sagt er. Ja, da bin ich noch lange nicht. Ne? Oh, bei mir fährt da oben ein Zug. Oh, wie cool. Oh, hier ist Ampel. Oh, ist noch grün. Ja. Will ich durch. Ist auch ein bisschen knapp, gell?
Du bist zu weit weg schon wieder. Was? Ich bin hier aufgehalten worden. Aber ich kann hier jetzt nicht mitten in der Stadt. Nein, kannst du nicht. Fahr mal. Guck mal, hier sind Fragezeichen. Vielleicht habe ich dich bis zu Hause eingeholt. Wir fahren doch hier durch Paulen. Ja, ja. Da darf man eigentlich nicht stehen bleiben. Ja, eben. Zack, Rad weg. Einmal an der Ampel gestanden, bist du aufgebockt. Was für ein Händler? Mercedes. Du hast jetzt nicht die Dings geholt. Die wen? Die Fragezeichen. Ja, bist du mal da? Bist du... Nein, das war doch auch. Ich kann nichts dafür. Ich muss jetzt auch schon wieder. Ich muss immer hinter dem herfahren, ey. Ich suche ja hier irgendwas mal. Aber hier ist auch. Guck mal, jetzt ist eine Ampel. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wenn der jetzt auch rechts abbiegt, ne, dann kriege ich immer einen Anfall. Warte mal, ich guck grad mal, wo du bist. Biege nach rechts. Doch, du bist gar nicht so weit weg. Was steht da? Oh! Müssen wir da lang? Unfall verursacht, Herr im Himmel. Ja, weil ich hier hinterher hechte wie so eine Irre. Ich suche ja mal ein Plätzchen zum Anhalten. Warte mal, ich muss hier mal irgendwo anhalten. Aber hier geht das nicht. Hier ist so ein Zaun an. Also ein. Weißt du, ein Zaun. Da kann ich ja nicht rüberfahren. Warte mal. Aber hier sind ganz viele Ampeln. Da müsstest du mich ja vielleicht einholen können. Mhm. Geh mal geradeaus. Haben wir noch Sprit? Ja. Weißt du noch, wo dein Sprit alle war? Oh mein Gott, ja. Aber es hat gereicht, ne? Ja, ha. Also, es war haarscharf. So. Ah, hier mit 57 durch die Stadt. Ich glaube, ich spinne. Das gibt hier Strafzettel. Demnächst links abbiegen. Ne? Ja, ja. Hotel. Wir sind in Kotsch. Totsch. Nee, was weiß ich. Kotz. Biege nach links ab. Kennt sich jemand hier aus? Vielleicht? Theo, wir fahren nach Lodz. Ist das auch in Polen? Nee, jetzt mal ernsthaft. Ist Lodz in Polen? Wer ist denn hier gut in... Geografie! Ja. Wer hat denn hier? Was ist das? Was steht da? Wir können hier irgendwo ein Foto machen. Ja, das ist schön. Das Warum freut mich. Denn nicht mal? Ja, genau. Geschwindigkeits. Lodz sind in Polen. Ich jetzt? Rechts halten. Ach, guck. Ich wusste das sofort. Die Ortschaft gibt es in Polen, siehst du? Ja, ich mit meinen geografischen Kenntnissen, mir war das sofort klar. Du bist so eine Antiversion. Wir sind jetzt hier an der Maut oder sowas. Wir sind noch gar nicht. Wir sind immer noch in der Stadt. Und wir haben die Geschwindigkeit übertreten und sind 200 Flocken los. Ja, ich habe schon 400 Flocken für einen Unfall, also sei still. Wir sind darüber sehr erbost. Sag mir mal, wenn du an der Maut bist. Ich muss mal hier ein Plätzchen suchen. Da steht ein LKW, sonst hätte ich da jetzt... Ja, wir sind hier in... Das ist aber auch nicht lesen, diese Schilder, ne? Hier ist 90, oha. Nee. Ja, bei mir, okay, 80. Hier ist 90, okay, 80. Foto. Aha. Ah, da bist du schon. Ich glaube, ich bin an der Maut. 400 Geschwindigkeit steht da gar nicht. Was für ein Abfuck, ey, ganz ehrlich. Was für ein... Ich könnte auf den Parkplatz fahren. Damit ja. Ich vielleicht nicht die ganze Zeit... Weil dann könnten wir vielleicht auch tanken. Aber es macht ja auch keinen Sinn irgendwie, ne? Gibt es hier eine Durchfahrstrecke? Wo? Ja, weiß ich, habe ich nicht gefunden. Nein, gibt es keine. Du bist ja schon da, ja, nee, dann. Ich war 90, ja. Ich bin in der Maut. Ja.
Ja, wir können ja die nächste Tanke mal anfahren. Also noch ist der Fett. Jetzt habe ich schon 800 Tacken weniger. 800? Das ist aber auch viel. Ja, sag ich doch. Das finde ich nicht gut. Ja, das ist... Nur weil ich dir hinterher hetze, wie so eine Irre. Du wärst so schlecht. Das ist... Nein. Ja, ich kann ja hier mal anhalten. Ich könnte ja mal auf den Strand steigen. Pass auf, ich geh jetzt mal hier. Du bist schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf meinem Tacho. Auf meinem Navi. Ich suche jetzt mal hier irgendwas. Es wäre auch toll, wenn es mal irgendwie hell werden würde. Es wird hell. Du siehst es nur nicht. Also ich suche jetzt mal hier, nicht gerade in der Kurve, und dann stelle ich mich mal auf den Standstreifen. Ja, und gehst Pipi machen. Nein, jetzt muss ich nicht. Ach, jetzt musst du nicht. Nein. Sehr beruhigend. Was ist das hier? Warte mal. Was ist das hier? Ach, hier ist wieder eine Maut. Mal gucken, vielleicht kann ich da vorne dann stehen bleiben. Wo ist denn hier die Durchfahrt? Ja. Eine. Eine Arbeitskollegin wollte sich mal als Reiseverkehrskauffrau bewerben. Ja. Sie wurde gefragt, wo denn die spanische Treppe ist. Antwort: In Spanien? Also ist nicht schlimm, Lodge nicht zu kennen. Also die spanische Treppe ist nicht in Spanien. Nein. Wo ist sie denn? Ich weiß es gerade nicht. Ich fahr dauernd auf den Mittelstreifen, auf den weißen Streifen. In Rom, ja, in Italien. Ich war heute aber auch lange in der Sonne. Das ist jetzt die Erklärung, ja? Ja, die Synapsen und so, weißt du? Kotowitsche oder so. Ach so, hier, ich suche. Ah, ich muss bremsen. Ah! Oh, was jetzt sagst ich du? Beinahe wieder reingebremst, reingegängelt. Aber du bist doch, Bin an der Maut. Ja, warte mal, ich suche hier mal irgendwas. Aber hier kann man irgendwo nirgendwo anhalten. Hier darf man als LKW nicht durchfahren, aber das ist mir Brot. Wieso ist eigentlich das nicht mehr, wo man so durchfahren kann? Weiß ich nicht. Ist das weg? Ja, ja, immer geradeaus, Herbert. Sag mal, still, wir suchen jetzt ein Plätzchen zum... Herbert, wir müssen jetzt mal auf unseren Mitfahrpartner warten. Der ist weg. Hallo, Peter. Ah, hallo Peter. Kann ich lesen? Ja, ich auch nicht. Ich kann ich lesen. Warte, einen Moment. Da ist ein Bett. Pass auf, ich fahre jetzt hier ab. Wo ist das hier? Ein Foto kann man hier auch machen. Wo denn? Was müssen wir denn hier fotografieren? Hier ist überhaupt nichts zum Fotografieren. Ja, genau. Hier ist schon wieder eine Maut. Ich weiß nicht, wie andere LKW fahren können und... Lesen, ne? Ich kann das nicht. Also hallo zusammen, ich sag euch, heute waren wieder nur Idioten unterwegs. Ja. Ja, das ist... So stressig bei mir in der Arbeit, in dem Lokal, wo ich arbeite. Oh, weia. Oh, weia. Wehe, wehe, du fährst rüber. Wehe, du ziehst hier rüber. Wehe. Oh, dein Glück. Dann setz dich nieder und entspann ein bisschen und guck, wie wir Unfälle bauen. Ja, vielleicht. Wir sind gerade so ein bisschen... Also wie ich auf Hexenjagd bin. Hexenjagd? Geradeaus. Was will der denn, Geschwindigkeitsüberschreitung? Ich fahre 51, hat der einen an der Marmel oder also, was? Bist du in der Stadt oder was? Nee, an der Maut da. Ach so, ja, da darfst du nur 40. Die Polen hier, weißt du? Die sackeln einen aus, ey. Unglaublich.
Oh, guck mal, die bremsen hier schon wieder. Wenn die anfangen zu bremsen, dann fange ich auch schon an zu bremsen hier. Ey. Trau den allen, soweit wie ich einen Elefant werfen kann. Ach, guck mal, hier braucht man gar nicht bremsen. Doch, 70. So, und jetzt bleibe ich hier stehen. Jetzt bleibe ich da stehen. Hier, ich gehe jetzt hier drauf. So. Ich stehe jetzt hier, guck mal, schöne Aussicht. Warte mal, da ist ein Fluss und ein Haus. Das ist toll. Entzückende Aussicht. Aua. Die Franzosen sind auch nicht ohne. Habe ich mir das Hinterteil gestoßen. Ja, die Franzosen. Ja, fahr doch noch ein bisschen schneller an mir vorbei. Ich steig ich war auf, nicht. Sag dir. Ich dachte, du meinst mich. Wenn ich jetzt aussteige, ist die Tür weg. Dein Humor, ehrlich? So was denn? Ist doch geil. Tür auf, zack, Tür weg. Dennoch durch eine niedrige Brücke und dann hast du ein Cabriolet. Cabrio, super. Ja. Läuft bei mir. Also noch 800 Kilometer. Wenn ihr abliefert, müsst ihr draufzahlen. Ja, wahrscheinlich. Das wäre durchaus. Also bis jetzt ist bei mir immer 800 geblieben. Wie 800? Achso. Ja, ich habe jetzt auch schon hier. Ich muss ja ständig bezahlen, weißt du? Meine Reifen habe ich noch, aber ich muss ja ständig bezahlen. Haben auf dem Seitenstreifen, das ist echt ätzend. Ja. Siehst du mich irgendwie schon? Ja. Ja? Ja. Wo denn? Lass losfahren. Ernsthaft? Ja. Okay. Oh. Jetzt kannst du. Warte. Zieh rüber. Guck mal, da sind sie, da wohnen sie. Da wohnen sie. Da haben wir auch Miroslav her. Oh Gott, hör mir auf mit Miroslav. Den haben wir in den Supermarkt dann gebracht. Aber den müssen wir wieder wegbringen. Aber ich wusste nicht, dass wir heute nach Polen waren. Dann musst du aber alle vier mitnehmen, ne? Ja. Ja, einer wie der andere, ne? Alle geklont. So. Okay. So, ich fahre jetzt 83. Ja. Ja, ja. Das ist prima. Warte mal, wo sind wir hier überhaupt jetzt? Sind wir schon in irgendeinem anderen Land? Man sieht das ja auch nicht so an den Nummernschildern, ne? Also links hier. Ein Zeichen. Wie sieht eigentlich dein Bett aus? Blau. Ja, das ist schlecht. Also die Pfosten da oben, die sind noch... Ja, die Pfosten sind bei mir auch noch grau. Was bremsen die denn? Hallo, da wird nicht gebremst. Wer bremst, verliert. Ja. Oh Gott, was ist hier? Stau. Warum ist da jetzt Stau? Wir müssen hier rüber. Können wir hier rüber? Können wir fahren? Oh, ja, jetzt kannst du. Oh! Das war knapp! Hier? Ja, das ist. Ja, der hier war knapp. Der ist. Ja, tut. Doch! Ich hab das im Griff hier. So. Was ist da los hinter mir? Ach nichts, ich bin genau hinter dir. Ja, das ist doch schön. Ach, guck mal, ist eine begrünte Brücke oder sowas. Das ist aber schön hier jetzt. Was sind wir denn? Alle Ladies im Chat mit einem dreifachen. Das kannst du vergessen, dass ich das Wort vorlesen kann. Giga, mega feste. Ich kann da sowieso nicht zur Seite. Festen Schmuseknuddler. So. Dann war es das mit mir. Da ist wieder so ein Ding. So ein Wasserturm-Ding ins Kirchen. Was ist das? Ted, was ist das? Der Lolli da. Diese Brücke, die da begrünt war, sind tief. Tierübergangsbrücken. Echt? Wild wechseln? Hat Ziggy geschrieben. Ziggy, was sind das da für Lollis? Diese Stängel mit diesem Ding drauf. Warum sind die da immer? Hä, wieso ist denn jetzt mein Laptop ausgegangen?
Shit. Jetzt kann ich nicht. Ja, mein Laptop. Jetzt kann ich nicht mehr sehen, was in meinem im Stream los ist. Wie? Jetzt kannst du das nicht mehr lesen? Nein, aber ich überprüfe doch immer meinen eigenen Stream auf dem Laptop. Was ist das da oben? Sind das Vögel? Ja. Geier. Ja, das ist echt Geier. Wir hatten hier Betten, ne? Ich wollte es nur gesagt wir haben. Wir hatten hier Betten. Winken wir nochmal. Ein Wasserturm, schreibt sie. Warum sind hier so viele Wassertürme? Ich verstehe das nicht. Ja, da war ein Bett. Also, was soll man da jetzt? Dann nehmen wir das nächste Bett. Ich bin so irritiert von den Geiern. Die fliegen komisch. Die greifen gleich an. Wir haben noch 744 Kilometer zu fahren. Oha. Echt? Ja. Wir sind aber noch nicht sehr weit gekommen. Nein. Ja, das und es ist schon 10 von 10. Ach du. Eiligst Blechle, gell? Wie sollen wir das denn schaffen? Ja, das weiß ich auch nicht. Dann müssen wir jetzt mal ein bisschen auf die Tube drücken. Wir haben ja noch nicht genug gefahren. Ja, die bremsen ja schon wieder. Wie will man denn da fahren? Oh. Guck mal, da hinten kommt schon wieder so ein komisches Ding. Oder ist das ein Ballon? Das ist ein Ballon. Ach so. Ja, man weiß das ja nicht so von Weitem. Ich habe gedacht, da ist noch ein Stäbchen dran. Unten. Ja, guck mal, es könnte doch auch so ein Turm sein. Ja, aber ist ein bisschen hoch, oder? Oh. Guck mal hier! Banden. Strohrollen, Strohballen, Entschuldigung, Rollen, wie guck ich auf Rollen? Die Polen haben die Zeit geklaut! Unverständlich. Hat Fuchs gesagt. Ja, die Reifen haben sie nicht bekommen, ich sag ja. Ne? Dann nehmen sie sich jetzt die. Ein Ballon, ein Wasser, ein Wasserturm, ein. Vielleicht sollten wir den nehmen, sind wir Leuchtturm. Schneller da. Guck mal, da kommt ein Bett. Oder ist das ein Maul? Das ist schon wieder Mauskacke hier. Oh weia. Ah, 960! Alter, die nehmen's ja von den Toten! Ja, sag doch! Ey, jetzt bin ich schon bei 1700! Aber nur weil das Polizeiauto hinter mir war, ne? Oh, das ist hart. Aber hier ist kein Durchgang. Warte mal, ich fahr mal da. Ohne Blinker. Fahren wir jetzt nicht. Jetzt. Nee, hier gibt es keinen freien Durch. Warum eigentlich nicht? So. Na, ich drück doch. No, gib doch Gummi, Kollege. Und warum macht der jetzt hier? Hier wollen wir ja nicht anhalten. Ne? Weil hier ist das geht nicht, das ist schwierig. Wir suchen jetzt mal ein Bettchen. Bist du da? Nein. Nein? Ja. Wo sind wir hier zum Henker überhaupt? Weiß jemand, wo wir sind? Ich kann die Schilder so schnell nicht lesen. Vielleicht kann ja mal jemand das... Sie sind mit der Technik noch nicht so weit, schreibt Siki. Aber hier ist 70 erlaubt, oh weia. Ja, der fährt ja nicht hier. Da. Ja, nee, du bist weit weg. Bei mir steht 80. Jetzt ist 80, ja. Bei mir war eben noch 70. Achso. Hätten wir jetzt abbiegen müssen? Der hat gerade was gesagt, der Herbert. Ach nee. Immer geradeaus. Immer geradeaus, sagt Herbert. Ah. Jetzt fahr da mit deiner gelben Nuckelpinne. Das macht dich vom Acker. Pass auf, es kommt von hinten Polizei. Wenn du jetzt gerade schneller fährst, solltest du überlegen, ob du es machst. Nee, ich glaube, ich fahre gerade nicht mehr. Immer geradeaus. So. Okay. Wir brauchen mal ein Bettchen, weil wir sind hier in Loch. Ja. Immer geradeaus. Herbert ist gesprächig heute. Ja. Oh, da ist Kohle mal Zeit. Ja, tschüss. Ja. Ihr habt gesagt. Ihr habt genug Kohle gekriegt. So werde ich auch nicht reicher, ey. Nee. Schon wieder Maut. Ach,
ist das denn? Warum eigentlich so oft hintereinander? Wofür sind die Teile eigentlich da so oft? Ja, nicht. Wo ist die Durchfahrt? Gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr oder sowas? Nee, gibt's hier nicht. In Polen gibt's das nicht. Die wollen halt immer erstmal pilzen. Ne? Dabei war das ist die Schranke das Erste, was ich klauen würde. So, dein Bubele, ne? Dein Bubi, ne? Dein Boy, dein kleines Baby, dein alles. Ja. Er ist heute richtig Sackstand. Ich hab den Bauch weh. Ich hab dir auch gleich Bauch. Du musst ihm mal das Bäuchlein reiten. Natürlich, am besten während der LKW-Fahrt, richtig? Ja, wenn du das kannst. Guck mal, Foto. Wo denn? Da kann man die Strommasten fotografieren. Diese ja, ich bin sehr stolz. Ich muss langsam mal schlafen. Oder den Bus von 1950. Ja, aber ich suche ja hier, ist ja noch ein Bett. Wenn wir hier schlafen, da bei den Stromgedöns, dann leuchten wir im Dunkeln. Also danach. Was fährst du für einen LKW? Renault. Da, hier, Tanke. Warte. Tanken muss ich auch, mein Tank ist auch fast leer. Ich hab noch die Hälfte. Mein Auto ist Spaß, ja. Ja, genau, Geschwindigkeitsübertragung. Ja, weißt du, ja, leck mich doch mal am... Ach ja. Du weißt, dass du schon wieder Kilometer weit weg bist, ne? Schon wieder, ja, da vorne ist Bettchen. Ich bin nicht so schnell gefahren. Das stimmt was nicht mit der Anzeige. Nein, vor allem, du bist Kilometer weit weg. Das stimmt was mit der Anzeige nicht. 200 Meter hier. Noch geht es, ist nicht so schlimm, Fahrer, es fängt das Gehen an. Ja, ist schon klar, aber ich gehe jetzt hier auf die Tanke, die da kommt. Ja, hier, haben wir doch gesagt, ne? So. Rein da. Ich muss auch ein bisschen. Tanken können wir ein bisschen. 30, ja, ein bisschen mehr, ja, okay. Oh nein, es fing an zu regnen. Mir nicht. Und dieser Pferdeanhänger vor mir, der geht mir auch richtig auf den Zünder. Das machen wir erstmal tanken. Waren das nochmal? Ach ja, eh. Wo ist denn hier eh? Ach, Mann, ey. Ich bin in 200 Metern an einer Tanke. Okay, das war die falsche Taste. Was hast du? Du hast den Scheinwerfer angemacht? Ich habe ein bisschen abgekuppelt, mal kurz. Oh. Meine Tastatur ist nicht mehr beleuchtet. Ich habe eine neue Tastatur, eine andere. Die ist echt schön. Oh, hinter dir steht auch noch einer, der tanken will. So. Wer, du? Nein, Transcargo steht hinter dir. Transcargo? Wer ist das? Transcargo. Wo ist denn ihr Bett? Oh, ich muss mich jetzt... Ich stelle mich jetzt hier hinter den so. Ja, Schläfchen. Drücken Sie folgende Taste. Du hast hier einen Kaffee geholt. Liegst du schon? Nein, ich bin noch am Tanken. Okay. Ja, warte mal, dann fahre ich hier weg. Dann kannst du dich aufstellen. Weil der ist gut, der Platz. Da muss man nicht so komische rumgurken. So, ich stelle mich so lange hier auf den. So. Ich hole mir mal einen Kaffee, ne? Ja, hol dir mal Kaffee. Wie viele Kilometer haben wir denn noch? Ja, weiß ich nicht. Kannst du das sehen? Jo, los geht's. Bist du fertig? Ja. Platz da! Jetzt kommt der Matz. Der wer? Der Matz da. Der Matz da. Ja, jetzt mal hier schön anhalten, ne? Sehr gut. Haben wir gut gemacht. Regnet das bei dir auch?
Nein. Warum nicht? Ja. Wieso zischst du schon wieder ab? Guck mal, das, da sieht man mal, dass du viel schneller Gas geben kannst als ich. Ja, warum denn? Meine letzte Tankfüllung ingeben hat mich circa 20.000 gekostet. Was? Was hast du denn getankt? Das Oh. Herbert, das sehe ich doch. Was ist mit dir los? Geradeaus. Herbert sagt geradeaus. Herbert ist einsam. Wir sind hier immer noch in Buschanitza oder wie das heißt. Warum sind wir immer noch hier? Warte mal, welches war jetzt Scheinwerfer? Links oder rechts? Links oder rechts? Links. Das stimmt nicht. Habe ich Licht ausgemacht, glaube ich, kurz. Wieso, was willst du denn mit Scheinwerfer? Nein, nicht Scheinwerfer. Wie heißt das andere? Wie heißt Linke. Das denn? Scheinwischer, Mann. Rechts. Du hast Scheinwerfer gesagt und nicht Scheinwischer. Ja, ich meinte aber die Wischdinger. Ich fahre 94, ich glaube, ich spinne. Das ist nicht gut fürs Konto. 10.000 Liter Tank hat Reini. Boah. Ich weiß gar nicht, was ist das denn? Was ist das denn für ein LKW, ein Truck? Was haben die so viel Dingsbums da Platz? Ich habe keine Ahnung. Davon jede Menge. Ich fahre 83. Der hat ein Auto hinten drauf, siehst du das? Ja. Guck mal, wir haben doch noch 500 Kilo. Drängelst du mal nicht so, du kleines. Ich zieh einmal zur Seite, dann bist du platt. So. Du bist schwer eine Maut. Ich muss leider die Leute beschimpfen hier. Die sind. Die machen hier Sachen. Oh, bitte nicht schmieren. Oh, warum? Also diese Maut, ne? Ja, mich nervt das auch. Ich verstehe das überhaupt nicht. Warum ist das so oft? Ich verstehe das sowieso nicht. Warum das so oft ist. Also einmal ist es ja okay so. Aber warum so oft? Volvo. Gepimpten Volvo fährt er. Volvo. Volvo. Vielleicht habe ich hier auch Volvo. Weiß der Teufel. Renault Volvo, wer weiß das schon sogar. Es sieht aus wie eine Raute, eine langgezogene ein bisschen. Das ist Renault, oder? 52 Euro. Wofür denn? Achso, komm doch mal näher an mich ran und genieß mal, was ich für ein Auto mache. Ey, der zieht rüber, oder? Wir sind Sandhügel, wir sind Ameisenhügel. Ah, was ist das mit diesen Geiern da oben? Das ist wirklich nicht so. Also es ist ein bisschen. Was haben wir nochmal im LKW? Medizinische. Kommt da schon wieder die nächste Maut? Was ist das hier? Nein, wir fahren jetzt hier nach Deutschland oder was? Volvo Schwedenpanzer. Volvo ist gleich ein Schwedenpanzer. Ja, ich verliere dich schon wieder, weil ist so. Ja, aber ich bin jetzt nicht schnell. Nee, weil ich habe schon wieder so einen Idioten vor mir. Was ist denn in Deutschland? Oder sowas. Warte, wir sind hier in. Wir fahren über See. Jetzt fahren wir. Was? Ach, so eine Mod ist das, ja, okay. Ich hab gleich die Nase voll, ne? Soll ich anhalten? Nee. Ich habe jetzt die Nase voll. Echt jetzt. Du kannst mir mal gepflegt den Puckel runterrutschen. Was du da machst und fahr hier Schlangenlinien. Das ist mir scheißegal. Der kann mich mal gepflegt den Puckel runterrutschen hier. Ich blink auch, wenn ich rüberfahre. Jetzt reicht's mir. Wir sind jetzt hier in Deutschland. Ja, deswegen darf ich auch nur nach 80 darf ich fahren. Das ist doch gut. Ja, wir haben ja auch ein paar Mods. Ja, wie lange soll ich denn noch hinter dem hinterher tuckeln? Ja, das hast du auch recht. Ein paar Mods haben wir. Also so ein paar Mods, die so die Straßen schöner machen oder sowas. Hamburg, Dresden. Ich hatte so schöne Mods drauf, so 100.000 Stück, die ich auf Kalles Server hatte. Aber sie waren nicht amused darüber, sich die ganzen Dinger darauf zu tun. Also ich muss ehrlich sagen, dass
waren 50 oder 60 Mods. Karl Heinz hätte das jetzt wahrscheinlich auch beantworten können. Oder Sigi, du weißt ja auch, glaube ich, wie viele Mods das sind, oder? Ich weiß nicht, ob Sigi auf Kalles Server fährt. Ich weiß nur, dass Karl-Heinz auf Kalles also Server fährt. Also mir war das, ich muss ehrlich zugeben, mir war das zu viel. Und zwar, es geht mir einfach darum, wenn man mal so eine kleine Runde privat fährt. Dann machst du die aus. Ja, aber ich will auch so viele Mods nicht. Das dann ist nämlich der springende die Punkt. Dann beißt mit der anderen und dann ist wieder die Kacke am Dampfen da. Also vielen, weißt du? Ach mal. Ich merke auch nichts mehr, ne? Ich habe die ganze Zeit Scheibenwischer an. Die ganze Zeit, ich merke das nicht. Irgendwann kaufe ich mal so einen kleinen Motor. Ja. Und dann setze ich den auf dein Nasenfahrrad und dann macht man quiek, 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 Dann hast du auch nicht mehr dieses leidige Brillenputzproblem. Ja. Hannover, Dresden, Berlin. Ja. Würde ich jetzt mal so behaupten. 500 Kilometer. Ja, Chat, da müsst ihr jetzt noch aushalten. Aber mal ganz ehrlich, ja. Du fährst nie im Leben nicht 80. 74. Ja, gerade, ne? Hast gerade gebremst, ne? Nee. Bremst nicht. Nein. 77. Ich würde jetzt immer noch hinter diesem scheiß LKW hinterhergurken, ne? Wir haben ganz ehrlich. Kraft, wir müssen uns beeilen, ne? Ja, echt wir mal. Wir müssen die Menschheit retten. Medizinische Not. Was haben wir? Was fahren wir? Impfstoffe? Ja. I don't know. Wir haben einen Auftrag an der Menschheit. Ein Bildungsauftrag. Ja. Wir bilden Impfstoffe. Ja. Das ist sehr wichtig. Lieber Gott im Himmel, wie viel noch? 492 Kilometer, Alter. Also das wirkt so, als wenn du nicht erfreut darüber bist. Ja, wenn du... Ich möchte dich mal erleben, wenn du ständig auf Yacht nach mir bist. Das, ich kann mich noch gut daran erinnern. Weißt du das noch? Nie im Leben nicht fährst du. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen erhöhen auf 5. Ich fahre aber hier. Ich fahre 73. Soll ich anhalten? Nein, musst du nicht. So. Bis 5 ja, km/h kann ich drüber fahren. So. Ich muss auch mal lackieren. Aber ich muss erstmal einen LKW kaufen. Ich habe ja noch gar keinen. Ich habe einen und will den nicht fahren, weil ich den sonst zu Schrott fahre. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Also, sie hat einen LKW, fährt den aber nicht. Das ist auch der Hit überhaupt. Nein, ich muss mal... Dein Hund, ne? Der geht mir richtig auf den Zünder gerade. Bitte rechts halten. Bitte rechts halten. Ja, dann bist du doch bei mir. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich warte, also ich habe Level 24, glaube ich. Ich warte darauf, dass ein Scania kaufen kann. Nee, was wollen wir? Doch, ein Scania, ne? Wollen wir kaufen, oder? Ja, das nächste ist bei mir auch ein Scania. Was steht da? Ich kann das nicht lesen. Irgendwas mit Assassin's Creed, aber ich kann das nicht lesen, was da steht. Was steht da? Auf der Zugmaschine. Was? Fafnir? Ich glaube, ich bin falsch. Nee, ich bin richtig gefahren. Ja, auf dem Fafnir. Was ist Fafnir? Ja. Und auf dem Auflieger hat er Assassin's Creed Lackierung. Und welchem Spiel ist das denn? Also ich kenne von Odyssey und von Origins. Ist der von Valhalla? Also von Origins ist er nicht, ne? Klingt so nach Schwedisch oder nach... Ich kenne mich gar nicht aus. Warum sagt er, ich soll rechts fahren? Das weiß ich auch nicht. Eigentlich kann ich doch Mittelspur nehmen und halten. Eigentlich komme ich in die Mittelspur und halten. Also ist, dann ist das, das meine ich ja, dann ist das von Valhalla.
Weil bei Odyssey und Origins sind andere Charaktere. Fafnir aus der nordischen Saga, schreibt Lavi. Ja, also Valhalla. Valhalla spielt ja da. Wikinger-Dings, nordisch-Dings-Dings. Ja. Noch 408 Kilometer. Ja, ist doch gut. Du fährst ja nie im Leben nicht 80. 76. Nein! Ich fahre die ganze Zeit 85. Erzähl mir nicht. Ich komm und komm nicht näher. Und du erzählst mir, du fährst 76. Yo, Mai. 96 mit dem Schuh draus. So schnell kann der gar nicht. Fafnir ist der Drache aus der Nibelungen. Gerade ist die Polenta an mir vorbeigefahren. Wenn ich schneller wäre, ne, dann hätte jetzt hier. Du hast abgebremst, als ich gesagt habe, du fährst nie im Leben nicht 80. Stimmt nicht. Ich bin jetzt hier, wo bin ich hier? Magdeburg, Rottensee? Oder wie heißt das? Rotensee, Rottensee, keine Ahnung. Ich denke gar nicht mit. Dortmund, Hannover, Magdeburg. Wir sind ja schon fast da. Also schlafen müssen wir ja nicht nochmal, ne? Komisch, dass ich jetzt langsam rankomme, ne? Das wird er noch aushalten? Ja, ne? Ja. Wir müssen noch ein Stückchen fahren, ne? Weil wir haben hinten da die Impfstoffe für euch dabei. Ne, stellt euch schon mal an. Kann ein Stück. Gleich alles eine Spritze in den Arm. In den Pöppes. Ja, wir machen die auch da rein, das wirkt auch. Wir wollen eure Puppets sehen. Ja, ja, aber er schrieb ja aus Assassin's Creed. Also das muss nein, Assassin's Creed war auf dem Auflieger. Ja, welches denn? Welches und Miri sagt, Fenrir ist der nordische Wolf. Also Drache oder Wolf, wahrscheinlich ein bisschen Drache und ein bisschen Wolf. Es gibt wahrscheinlich viele Fenrir. Ja, wir haben auch einen. Gehabt. Solange wir 7 Days hatten. Ja, der ist ja 7 Days. Im Leben nicht fährst du 80. Wie viel fährst du? Ich bin schon wieder los jetzt auf so 76, ne? 81 bin ich jetzt gefahren. Henry ist auch der aus der Nibelungensaga. Aber in erster Linie ein Drache aus der nordischen Saga. Also Autofahren und SMS lesen ist ja wirklich schwierig, ne? Ich habe das noch nie gemacht und ich werde es auch nie machen. Chat lesen meinst du, oder was? Ja, nein, überleg mal. Im richtigen Leben hast du ja WhatsApp gelesen oder Nachrichten gelesen oder sowas. Also mir wäre es niemals in den Sinn gekommen, Handy am Steuer in die Hand zu nehmen. Ich kann das nicht. Also ich kann nicht lesen und gleichzeitig fahren. Ich kann das nicht. Ich würde es auch nicht machen. Ich würde dann, weiß ich nicht, anhalten oder keine, oder an der Ampel. Würdest du bitte mal 75 fahren? 75? Damit ich mit 85 irgendwann mal rankomme. Und ich fahre 85 konsequent durch, weil ich mit Tempomat fahre. Mann, da werde ich ja von da überholt mich sogar ein elektrischer Schopper. Und Fafnir ist der Drache aus der Raucherlunge. Was? Nein! Ich kenn auch einen. Fuchur. Der ist süß. Der ist aus der Never Ending Story. Hier steht ein Auto quer. Warst du das? Nein, ich war das nicht. Ich komm nicht ran. Das ist echt nicht wahr. 280. Ich sehe dich die ganze Zeit nur auf dem Navi. Warte, ich. Hier ist aber auch. Also, hier ist ein Standstreifen, aber der ist. Du brauchst doch nur 75 fahren. Es ist doch nicht schwer. Warte. Grit, warte. 280 Kilometer. Nein, 291. Ach was. Also. Also, die Differenz ist ein bisschen da.
Was steigt weg? Wie hieß denn der Drache bei Ark? Meine hieß Smaragd. River. River. Die Wimmern, ne? Blood River und Fire, Eis, was gab's noch? Dann die Zombie-Dinger. Wie viel fährst du? Warte! Neunundsiebzig. Ja, genau. Nee, ernsthaft. 78. Es ist echt nicht normal, ich schwör's dir. Du hältst dich an keine Geschwindigkeitsbegrenzung, wirklich. Das ist so nicht richtig. Unser Drache, wie meinst du? Welche Sorte? Wir hatten die, ich weiß es gar nicht mehr. Was hatten wir denn nochmal? Die Blattwilbern? Nein, was meine war. Meine Smaragd. Nicht meine die Wöwen, die schön. Der Außer aus der unendlichen Geschichte. Der Außer wie Fuchur? Hatten wir so einen? Ich hab dich da hinten irgendwie kurz um die Kurve gesehen, aber nur ganz kurz. Also wirklich ganz kurz. Also ich war hier brav. Mhm. Ich bin 73. Also ich war 73. Dass du 73 bist, weiß ich, aber... Das ist nicht wahr. Das weiß ich. Ich weiß nicht. Wen meinst du die... Was hatten wir denn bei Ark? Wir hatten die Wimmern. Hatten wir denn noch was anderes? Ja, die anderen. Oh. Welche denn? Die haben an der Seite an unserem Haus gestanden. Okay. Wo ich auch einen Schwarzen hatte. Schwarz. Weib! Du ja, bremst ja. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt bremst du und gehst auf den Seitenstreifen. Bitte links halten. Danke für den, was man kann. Cremchen hier, Cremchen. Impfstoffe reingehauen. Die bringen wir gar nicht vollständig weg hier. Jetzt habe ich hier irgendwo drauf. Jetzt habe ich hier die Karte mitten über den Bildschirm. Welche Taste war das? Und bist du schuld? Wie kriegst du das weg? Ich fahre an dir vorbei, komm. Nein, nichts vorbei. Wie kann man hier die Karte wieder klein machen? Ich hab die Karte mitten auf dem. Ich seh nichts. Bist du jetzt an mir vorbei oder was? Nein. Ich hupe. Ich weiß nicht, wie man das wegmacht. Frag mal. Die höre ich doch. Ich hab hier eine riesen Karte. Herbert, jetzt halt den Rand. Ich habe hier eine riesen Karte auf meiner Windschutzscheibe oder wie das heißt. Es wäre schön, wenn mir jemand mitteilen könnte, wie man das entfernt. Das ist nicht schön. An mir fährt ein riesen blaues Bett vorbei. Also wo muss ich gucken? Die Magma. Magma. Bitte was? Warte, nein, warte. Da steht Kartensuch. Wie kannst du 80 fahren, wenn ich 85 fahre und dich überhole? Ich weiß nicht, was ich fahre. Ich sehe nichts. Wo muss ich drücken? Verdammte Hacke. Ich weiß nicht, wo ich gedrückt habe. Am Getriebe, ja, ja. Deswegen ist die KMH trotzdem nicht. Fahr mal bitte auf den Seitenstreifen. Jetzt reicht's mir. Ich fahre jetzt auf den Seitenstreifen und guck, wo du die Scheiß wegkriegst. Chat ist echt nicht zu gebrauchen. Ja, aber ehrlich mal, Chat, was ist denn los mit euch? So.
Also geht das nicht. So, warte mal. Da steht Tabulator. Tabu. Toll, jetzt habe ich die ganze Karte in meinem Bildschirm. Ich habe die ganze Karte in meinem Bildschirm. F7? Nein. F5? Ich muss ja irgendwas auf dem Ding hier gedrückt haben. Warte. Warum höre ich jetzt nichts mehr? Was? Pause? Du hörst nichts mehr? Ich weiß auch nicht. Was sagt der denn hier? Moody, was? Benutze den Mauszeiger, um die Route... Was ist los? Nein, du machst nix. Die Route bleibt die gleiche. Du hast auf dem Controller irgendwas gedrückt. Ja. Es ist weg, glaube ich. Na toll. Ich weiß es nicht. Komm, wir fahren einfach. Der Chat ist im Bett. Ja, wir gehen ja jetzt auch im Bett. Aber wir müssen erst nach Hause fahren hier, ne? Hallo, ich habe ein HRM für Trivial und 100 PS 1000 und da tippe ich aufs Gas und der geht ab. Ja, ändert ja nichts, wenn wir während der Fahrt, ich 85 fahre und sie, die Geschwindigkeit ist die gleiche. Dieselbe sogar. Ja, ich fahre 49. Ja, genau. 153 Kilometer, wir haben es gleich geschafft. Dass sie jetzt schneller anzieht, das liegt am Getriebe. Aber wenn man eine Geschwindigkeit erreicht hat, ist sie bei jedem gleich. Wenn du 80 fährst, fährst du 80, egal mit welchem Auto. Und das liegt nicht am Getriebe. Bist du denn jetzt da? Passt. Was heißt passt? Ja, dein Getriebe ist besser als meins. Du fährst schneller an. Komm, Sigi, du bist anwesend. Wenn du anwesend gewesen wärst, dann hättest du ja ihr mal sagen können, wie sie die Karte vom Bildschirm wegkriegt. Ja. Wenn du anwesend gewesen wärst. Polizei fährt an mir vorbei. Okay. Ja, blitz sie, los! Nein, der blitzt mich nicht. Ich fahre ja ordentlich das, was ich darf. Ja, genau so siehst du aus. Ja, guck, der ist gerade an mir vorbeigefahren. Da war nichts hier mit. Bing, 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 bing. ...128 Kilometer. Manu hat ihren Tacho wohl selber geeicht. Ach so, ach deswegen. Ja, na logisch. Muss man dafür in die Werkstatt? Ich dachte, das macht man selber. Ich habe gerade bei Steam geschaut, wegen der Tankmod. Ach so. Ich muss den mal überholen, der geht mir um den Zünder hier. Oh, oh. Polizei war da. Oh. Was stehen die denn alle hier? Ich stehe nicht. Oh, da ist ein Unfall hier. Das fahr, 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 fahr! Sicher. Oh, der so. Der. Oh, geh weg! Geh weg! Wer denn? Der scheiße Auto! Ah! Du kacke Auto! Der scheiße Auto! Fahren hier aber auch, ne? Das ja, wenn ich abbremsen musste, verliere ich dich wieder. Weil mein Getriebe nicht so schnell hochschaltet wie deins und so. Jetzt ja, bist du schon wieder 1000 Kilometer weit weg, weil du viel schneller Gas gibst als ich. Was hab ich denn für ein Auto? Was ist das denn? Besseres für als ich. Ja, das ist klar, aber weil also wenn du DAF heißt, ne, da ist nicht DAF drinne. Bei mir, was ist das denn? Ist das Renault? Ja, wenn du eine Raute hast, bist du ein Renault. Ja, ich komme nicht höher. Ich brauche viel zu lange zum Anfahren, ey. Ja, aber ich fahre 78. Ja, aber ich komme viel langsamer auf die Geschwindigkeit. Ja. Mein Getriebe ist nicht so gut. Das ist das, was Rainer sagen wollte. Aber was ich zu Rainer gesagt habe, ist, wenn du 80 fährst und ich 80 fahre, beziehungsweise wenn du 80 fährst und ich 85, muss ich dir näher kommen. Automatisch. Ja. Das hat nichts mit Getriebe zu tun, sondern mit dem Tempo. Ja. Genau. Stimmt. Jetzt ist sie wieder 20 Kilometer weg, nur weil ich ausgebremst wurde. Der arme Fahrer, ja. Es gab mal eine Musikgruppe namens DAF. Stimmt. Aber das ist Musik, die man sich nicht anhören kann. Das
Das kenne ich irgendwie auch den Namen. Was haben die denn gesungen? Müll. Oh, erschreck mich doch nicht. Oh, du Gott sei Dank, der Hund. Oh, Gott sei Dank. Der ist eine Katastrophe. Was ist mit dir, Alf? Ach, das war der schrecklichste Scheiß, den wir gehört haben. Lavi, du hast recht. Lavi hat recht. In Deutschland habt ihr auf der dritten Spur nichts verloren. Strafe. Wir haben noch nicht mal auf der Mittelspur was verloren. Scheiß Elefantenrennen. Wie viel fährst du? Was? 79. Nein! Das ist nicht wahr! Schade, ich hätte mal die Bullen jetzt an dir. Warum habe ich den Mund aufgerissen? Ich habe die zu spät gesehen. Ey. Du fährst niemals 79. Warum? 65. Und der Polizeiwagen fährt genau hinter dir. Ja, aber guck mal, der macht nicht hier. Der holt nicht seine Kelle raus. Wieso sagst du, dass du einen Arsch verkriegst, oder was? Immer hinten drauf. Auf dass der Purpose rund wird. Ey, ich werde gerade rechts vom Bus überholt. Ey, ist das der Bus, der hier auch fährt? Das ist ein weißer. Ja, der ist hier auch. Nee, da fährt noch einer. Kommt noch einer gleich an dir vorbei. Wir müssen jetzt hier abbiegen. Du fährst schon wieder über 80. Nein, nein, ich muss abbiegen. Rechts halten und dann die Ausfahrt. Ja, wir sind bald da. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, nehme ich. Demnächst links abbiegen. Demnächst links abbiegen. 60. Ah. Ah. 60 heißt aber nicht stehen. Oh Gott. Biege nach links. So. Aber guck mal. Das ist ja auch schon wieder so ein Ding, ne? Was denn? Rainer sagt, er hat das gepimpt. Also man kann ja seinen Motor im Sinne des Spiels pimpen. Ja. So wie er das jetzt gepimpt hat, ne? Und seinen Tank und so, ne? Ja. Ist das schon wie eine Mod. Ja, natürlich ist das. Und schon ist das Ding wieder durch. Ja, es kommt nun mal drauf an, ne? Wenn es zu viel ist. Ich finde, ich mag es halt nicht. Aber das habe ich ja generell auch. Wir müssen links abbiegen. Ja, aber der hat sich dahin gemogelt. Ja, natürlich hat er das. Ja. Ich mag das nicht, wenn es so unrealistisch ist. Das finde ich nicht so. Das habe ich auch bei LS ja immer gehabt. Es darf eine Mod sein, aber ich finde das nicht fahr so. Fahr hinter den Bus jetzt, wenn. Ach nee, der. Ja, wieso bleibt der denn stehen? Fährt. So, fahr. Fahr doch! Ja, fahr doch! Wenn ich jetzt einen Rotblitz kriege, ich sag's dir. Das ist nicht witzig. Nein, ganz und gar nicht. Rechts abbiegen. Ach, guck mal, wir sind jetzt da. Nächst rechts abbiegen. Da, wo der Bus gefahren ist. Ich weiß das. Biege nach rechts. Du gehst mir so auf den Zünder, ich schwör's dir. Mann! Das war nur wegen dir jetzt. Ja, was war wegen mir? Ich habe ganz andere Probleme als dich. Welche? Ich hab Chat geguckt. Das ist ein Problem? Ja. Oh, hier ist ein schönes Städtchen. Wo sind wir denn hier? Das ist schön. Apotheke. Guck mal, kannst du vom Band kaufen. Ja, ich weiß. Großes N. Kleines Trina. Wie? Wir sind doch hier fast da irgendwie. Da liege ich auf die letzten Meter. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Was hast du gemacht? Ich habe auf den Chat geguckt. Und irgendwas platt gefahren, oder wie? Nein.
Nein. Immer wir sind jetzt da. Herbert, sag geradeaus. Wieso stehst du? Ja, weil Ampel, ne? Das kannst du vergessen, Sigi. Das kannst du jetzt mal richtig knicken. Das kannst du jetzt echt vergessen. Never ever. Nicht auf den letzten Metern, bevor ich hier nicht geparkt habe. Mit gehangen, mit gefangen, bis zum Schloss. Ist das jetzt hier geradeaus oder was? Da. Ah. Endlich. Was heißt hier endlich? Herbert, reiß dich mal zusammen. Er hat gesagt, endlich. Hast du das gehört? Nein, hab ich nicht. Er hat gesagt, endlich. Meint er, wo muss ich denn hinfahren? Wo ist denn das? Ich weiß nicht, wo das ist. Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich sehe es nicht. Ey, das wird mir nicht angezeigt. Warum nicht? Ah, hier, oder was? Ja, passt hier, es fertig. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Der hat gesagt, endlich. Bei mir ist es vorbei. Ja, da, wo du hingefahren bist, ist richtig. Ja. Oh. Der Terror hat ein Ende. Es ist vorbei. Oh, Mann. Aber wir hatten ja einen schicken LKW, muss man ja mal sagen. Wir hatten einen schicken, du meinst den Anhänger? Ja. Also, das mit dem Parken habe ich nicht so drauf. Doch. Ach, Stück und Zeug. Ja, jetzt. Y. Oh, die Stützen werden gesenkt. Die Stützen. Also, wir haben 44.000 Bücken. Ich habe 44.000 bekommen. Ja, ich habe auch den Dreh bekommen. Ich bin Level 26. Ich bin 24 und etwas. So. Okay, dann... werde ich jetzt den Konvoi verlassen. Warte. Ja. Sitzung verlassen. Ja. Spielfortschritt akzeptieren.